Hallo Freunde, hier ist Ari und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch eine Fischfarce. Wofür benutzen wir eine Fischfarce in der Regel? In der Regel brauchen wir sie, um eine Terrine herzustellen, Pasteten oder zum Füllen von Fisch oder so auch Fischklößchen. Also man kennt ja Zanderklößchen, Hechtklößchen, schön in eine Dillsoße oder in eine Krabbensoße, wie auch immer. Dafür wird sie am meisten benutzt. Ich brauche sie für eine Terrine. Und ich mache diese Terrine, lade ich in 2 Tagen hoch, aber jeder soll erst einmal wissen, was eine Fischfarce ist. So soll die eigentlich mal aussehen, nee, so nicht, aber so wird die nächste sein, das wird die Terrine. Folgende Zutaten. Habe ich 600 Gramm Zander, also so im Stück, den habe ich mir schon so durchgeschnitten, dass ich ihn gleich durch den Wolf lassen kann. Dann brauchen wir 1/2 Liter Sahne. Salz, Pfeffer und dann die Gewürze, müsst ihr sehen, ich will eine Sache ein bisschen gelb einfärben und die andere, also nehme ich noch Kurkuma, ihr könnt auch Safran nehmen und die andere Seite mache ich vielleicht mit ein bisschen der Petersilie noch, das muss ich noch sehen. Dann noch ein bisschen Zitrone und dann, wie gesagt, ich arbeite halt hier ohne Alkohol, deswegen kann ich das nicht nehmen. Wenn ich das zu Hause nehmen würde, würde ich mir noch ein bisschen Wermut reinmachen oder Jollipart oder wie auch immer in der Richtung. Aber das könnt ihr jederzeit noch machen. Das waren jetzt so die Zutaten. Jetzt noch mal ganz kurz um den Fisch hatte ich mir schon so weiter fertig gemacht, dass ich ihn einfach nur durchlassen kann. Ihr müsst immer sehen, ob da noch Gräten drin sind. Einfach drauf fühlen. Die Haut habe ich in dem Fall abgemacht. So, und wenn noch Gräten drin sind, müsst ihr die rausziehen. Aber das kommt nachher sowieso noch mal durchs feine Sieb. Hier habe ich, genau, habe ich vergessen, hier habe ich noch 2 Eiweiß, glaube ich jedenfalls, dass ich das nicht gesagt hatte. Jetzt lasse ich den auch durch. Das kommt in Eiweiß rein und dann kommt es wieder in eine Eistruhe rein. Wichtig ist, dass die ganzen Zutaten arschkalt sind. So, und ihr könnt wie gesagt Zander nehmen, Hecht nehmen, Lachs, aber am besten geht eigentlich Zander, der lässt sich irgendwie am besten durch Sieb streichen. Mit Kabeljau geht auch alles, aber da habe ich immer irgendwie ein bisschen Probleme mit. Warum, weiß ich auch nicht. Ob da noch irgendwas mehr Haut drin ist oder so, kann ich nicht sagen. Was? So, das rühren wir jetzt einfach durch. Und dann kommt es wieder in der Eistruhe rein, damit es schön kalt ist. Und dann wird es in der Maschine mit Sahne, also wird gleich gesalzen, damit eine Bindung entsteht. Und dann kommt noch Sahne zu und dann kommen nachher die anderen Gewürze zu, die ihr haben möchtet. Und dann wird das Ganze durch Sieb gestrichen. So, jetzt bauen wir das erstmal wieder ab. Die Sahne muss auch wieder kalt gestellt werden. Ganz wichtig. So, jetzt machen wir uns die Terrine fertig. Das heißt, die war jetzt nochmal im Froster drin. Das ist nämlich ungefähr die Hälfte. Das ist schön kalt. Dann mache ich Salz dazu. Ja, so einen halben Teelöffel ungefähr. Also soll nicht versalzen, nein. Und jetzt machen wir uns Sahne dazu. Bis es schön glänzend ist. Müssen aufpassen, ja, das hat jetzt einen schönen Glanz. Kann noch ein bisschen Salz dran. Du musst aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Ah, bin ich zu weit weg, ne? Ja. Gut. Das hat jetzt einen schönen Glanz. Das hole ich jetzt raus. So, das packe ich dann alles in eine Schüssel rein. Das war jetzt der Rest. Und jetzt kommt dann noch der letzte Rest davon. So, jetzt kommt der Rest rein. Das stellen wir so lange im Kühlschrank. Hier machen wir jetzt ein bisschen Kurkuma zu. Upp. Wenn ihr habt, könnt ihr Safran zumachen, dass nur so ein bisschen Farbe bekommt. Die kalte Sahne zu. Ah, bevor ich wieder... Ah, Salz natürlich zu. Ohne Salz keine Bindung.
So, jetzt Sahne zu. Wie gesagt, wichtig ist, dass es kalt ist. Aber glänzen ist hier auch gut. Ja, das Problem war, es muss immer erst Salz ein bisschen zu, bevor die Sahne reinkommt. Die hat auch einen schönen Glanz. Und die kommt jetzt auch noch mal hier rein. Das ist alles natürlich nicht in der Mitte, deswegen, falls ich das eben nicht so gemacht habe. So, die Masse kommt jetzt auch noch mal in den Kühlschrank und dann fangen wir die gleich noch mal an zu würzen. So, ich bin schon mal angefangen. Ich habe hier so ein Sieb zum Durchstreichen. Habe mir die Farce, ich habe schon einen Teil durch, könnt ihr hier sehen, das. Ne? Und ich nehme hier am besten, oder beziehungsweise ich nehme immer einen Spachtel dafür. Weil der ist ein bisschen stabiler. Weil wenn ihr sowas nehmt, der ist mir zu weich, der knickt immer weg. Und das geht damit eigentlich ganz gut. Das ist jetzt natürlich die bescheidenste Arbeit. Und wenn wir die Masse dann nachher fertig haben, dann müssen wir sie nochmal würzen. Dann könnt ihr würzen, wie ihr möchtet. Weil die steht jetzt, die Masse. Durch Siebstreichen macht man, dass es ein bisschen feiner ist und dass auch alles an Gräten draußen ist. Ich hole mal schon mal den ersten Teil raus. Das könnt ihr einfach ganz normal, da passiert gar nichts. Das andere bleibt da oben drauf. Also das dauert schon eine halbe Stunde, die komplette Farce durchzulassen, ungefähr 20 Minuten. Aber ihr könnt das auch ohne durchlassen machen, ne? Also wenn jetzt für euch mal. Aber wenn sowas gerade in der gehobenen Küche. So, jetzt mache ich den letzten Rest hier drauf. Und das andere, wir haben ja noch die weiße Farce, das mache ich dann damit auch. Und wenn ich das dann durchgelassen habe, weil sonst seid ihr 20 Minuten und guckt euch nur das Durchschaum an. Das wollen wir auch nicht. Und dann sehen wir uns wieder. Ich habe das Ganze jetzt durchgestrichen. Die beiden, die packe ich erstmal hier. Packe ich erstmal nach vorne. So, jetzt haben wir die beiden Farcen hier. Die könnt ihr euch jetzt so würzen, wie ihr möchtet. Vielleicht, so wie ich vorhin schon sagte, Schuss Wermut ran, bisschen oder Tabasco, bisschen Chili, Kräuter, wie immer ihr möchtet. Ich mache jetzt nur ein bisschen Limettensaft dran. Auch erst hinterher. Erstmal nehme ich noch einen Schuss Sahne. Und rühre das noch mal ein bisschen. Ich habe jetzt eine größere Schüssel besser, also muss ich jetzt vorsichtig. Salz und so war alles genug dran. Jetzt gibt es jetzt noch den letzten Schliff von der Feinheit. Den Glanz kann man richtig sehen. Da müsst ihr euch jetzt nochmal neu nehmen, wenn ihr ganz sauber erst rein arbeiten wollt, ne? Wenn ihr irgendwo in der gehobenen Küche arbeitet. Ich verkaufe das als Vorspeise. Und als Vorspeise gibt es solche Farce. Und das Ganze halt für 3,50 Euro. Ne? Müssen wir nicht drüber reden. Wurde sich gewünscht und einmal im Jahr machen wir sowas. Oder einmal im Jahr mache ich sowas. Morgen ist Silvester. So, jetzt haben wir zwei schöne Farcen. Die kommen jetzt in zwei so Tütchen rein. Dafür hole ich mir natürlich einen Behälter. Das ist ja viel einfacher. Bis morgen, mein Lieber. Bis morgen, Oliver. Morgen bist du noch da, ne? Ja, morgen bin ich noch da. Schönen Abend, ne? Danke dir. So, schneide ich mir an. Pack das unten rein, das rüber. Geht viel besser. Und dann rein damit. Zack. Und jetzt das nächste. Dann so, das wäre die erste. Dann jetzt die nächste. Da habe ich das nicht genau gleichmäßig gemacht. Hiervon habe ich ein bisschen mehr. Gleiche ist jetzt mit der hier. Ich habe sie jetzt in den Beutel umgefüllt. Ich kann sie jetzt gut weiterverwenden, wenn ich meine Terrinen machen will. Damit lassen sie sich wesentlich einfacher reinspritzen, als wenn ich das mit einem Löffel machen würde oder wie auch immer. Was natürlich denn, wenn ihr jetzt zum Beispiel Hechtklöße oder Zanderklöße machen möchtet oder was für immer, das heißt, dann lasst ihr die in der Schüssel drin und formt einfach mit dem Löffel, macht ihr kleine Noggel draus. Und dann hättet ihr eure Hechtklößchen oder Zanderklößchen, wie auch immer. Ihr könnt sie auch als Einlage benutzen für Suppen, was immer ihr so dann möchtet. Ich mache daraus eine Terrine, die werde ich wohl am Dienstag hochladen. Und so wird die Terrine aussehen, wie ihr hier seht, in drei Farben. Ne? Einmal mit Kurkuma, einmal weiß und noch ein Lachskern da drin. Ja, ich kann euch wie immer nur sagen, Freunde, viel Spaß bei Nachtmachen.
mit meiner leckeren Terrine wünscht euch euer Ariel und tschüss.